schnell machen. Ja. Ich lege mich ins Bett, ich stehe direkt daneben. Wo ist jetzt das ganze Kobold hin? Hast du gehört? Ein rosa, zwei blaue, drei Zyan. Pink oder rosa? Pink! Also alles, wo Mystical Flower steht, einfach mitnehmen. Wir brauchen sowieso ja. die meisten. Ja, bring einfach alles also, mit, genau. Du musst, weiß nicht, mindestens, also diese Wasserpflanzen, da musst du mindestens 8 machen, bevor sich das lohnt. Okay. Bei den Baby Blooms brauchst du aber mindestens so 16, bevor sich das lohnt. Na, dann gehe ich mal Blumen pflücken. Jetzt machen wir mal Botaniker hier. Ja. Wollen wir nicht die Botania-Sachen dann auch auf eine Insel packen? Das wäre ja auch dann Messe. Würde dann dem aussehen. Entsprechen, ja. Dann können wir ja vor allen Dingen dann die Botania-Pflanzen, kannst ja auch alle auf fliegende Inseln machen. Also, die Blumen haben eigene fliegende Inseln dann. You know? Cool. Was willst du machen? Also willst du, ich hab doch, du willst die fliegende Insel auf fliegende Insel machen? Du willst diese Hüte, diese, wie heißen sie? Du willst Floating machen, ja? Ja, genau. Da ist die Kuh, die ich eben nicht gefunden habe. Ja, nee, das, bestimmt, das wäre aber übertrieben dafür, dass wir jetzt einfach nur da Leder herstellen wollen. ich habe genug Leder, also das hat sich... Naja, was heißt, ich habe genug? Ich habe ein bisschen Leder. Wir können auch einfach auf die Kuhfarm warten, also... beziehungsweise bis die wieder da sind. Ah, ich sehe da oben eine fliegende Insel da hinten. Aber das ist die höchste, das ist ja gerade mal Wolkenebene. Da geht es noch, noch 200 Blöcke höher. Ja, ich weiß, du willst nicht, die doch nicht so hoch bauen, du willst doch, sonst kannst du noch nicht drüber bauen. Du willst ja auf die Insel aber was drauf machen. Hose, wie viel Bronze wolltest du? Eine Menge, wieso? Ja, das läuft gerade irgendwie durch, keine Ahnung. Ja, gut. 52 Nuggets haben wir gerade im Dings. Ingots. Ich verstehe es irgendwie gerade nicht, wo mein Kobalt hin ist, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du damit gemacht hast. Ich hab's in die Smeltery geschmissen. Ach, der hat gleich komplett Manyllium draus. Nee. Doch, der hat Manyllium draus gemacht. Ja, Kobalt und Ardite gibt zusammen Manyllium, ja. Ja. Ja, passt eh, brauchen wir sowieso. Ja, für eine Waffe. Ja. Irgendwie hat die Smeltery mit dem komischen Fluidaktion-Problem, ne? Nee, eigentlich nicht. Das hat eigentlich schon, weil er hört zwischendurch immer auf. Nein. Also das auch? Hat funktioniert, als ich das benutzt habe. Es ist noch 52 Bronze und 7 Nuggets drin. Ja. Macht aber nicht weiter. Wie hast du das, was liegt denn, ist denn gerade noch was? Servo am Ding eingestellt. Ich hab gar nichts eingestellt, der war so wie er war. Wahrscheinlich ist noch was von anderer Flüssigkeit da drin, in dem Barren-Ding. Nein, ich hab den jetzt schon zum zweiten Mal abgebaut. Hast du den Servo auch wieder dran? Ich hab da keinen Servo abgebaut, ich hab das Fluidakt nicht angerührt. Ich hab nur den Table drunter abgebaut. Dann spielt der nicht weiter. Dann passiert gar nichts. Weißt du, er pumpt 13 Bronzebarren, aber macht dann nicht mehr weiter. Ja, wenn du kein Servo dran hast, sollte der gar nichts pumpen. Ich guck mal, ob ein Servo dran ist. Ja, ne? Ich guck mal, ob ein Servo dran ist. Ich hab Obsidian-Tiles gefunden, das sieht voll gruselig aus. Servo ist drin. Ja, ist der auf Low eingestellt oder was? Also Redstone Behavior. Auf Low, ja. Dann brauch ich ein Redstone-Signal oder mach's auf Ignored, dann macht er einfach weiter die ganze Zeit. Ja, da oben stand der extra dafür, der ist auch an. Ja, dann sollte das laufen. Nope. Guck mal mit Weiler drauf. Zeigt er dir mit Weiler an, womit der verstopft ist oder was? Weiler? Das also, was im Moment willst du Manyllium rauspumpen und Bronze ist in den Ding drin. Kein Wunder, dass er nicht weitermacht. Ja, der pumpt die ganze Zeit nicht Sachen, die ganz unten sind. Gerade vorhin hat er Eisen gepumpt, jetzt Bronze, der macht, was er will. Oh shit, ich bin so gut wie tot. Ich hab was gefunden, was. Was soll er denn rauspumpen? Oh Gott. Ja, alles. Nach und nach. Ja, also erstmal musst du ihn ausmachen. So. Alle meine Sachen sind weg. Was hast du gemacht? Hungry Note von Thormcraft. Die wird mein Grab jetzt fressen und dann alle meine Sachen fressen. Bei mir stand, du bist aus der Welt gefallen. Ja, Hungry Note, die hat mich gegessen. Das ist sowas wie ein großes schwarzes Loch. Und es ist gerade mal 300 Blöcke von uns weg. Ich bin begeistert. Ich mache mir nämlich meine Sachen nicht alle nochmal. Dann lebe ich jetzt mit Steinzeit-Tools. Dum, dum, dum. Wieso gießt der jetzt was? Das ist doch aus. Das Ding macht, was es will. Na, jetzt gießt es zumindest. Und das Schlimme ist, der wird es dann wieder eine halbe Form gießen. Oder gar nichts mehr gießen, ne? Keine Ahnung. Das ist das Blaue, was hat er jetzt gegossen, das Blaue? Was war denn das? Kobalt.
So, jetzt würden wir ein bisschen was machen. Wir gucken mal, jetzt macht er Bronze. Ja. Hat er vorhin auch 15 Barren gemacht und dann blieb er hängen. Hier war schon einer. Jetzt. Wieso hat keiner die Hungry Note gesehen? Oh, das war wahrscheinlich ich. Der verstopft sich an den Nuggets, die da drin sind. Es sind noch drei Nuggets. Warum habt ihr die scheiß drei Nuggets nicht vorher rausgegossen? Warum sind da überhaupt Nuggets drin übrig geblieben? Du kannst ihn in der Schmelze. Ja, aber Rosa, Bronze sind ja noch 48 Ingots. Ja, aber er hat gerade Nuggets genommen. Ganz einfache Regel: Bevor du was in der Schmelze schmelzt, mach sie vorher leer, sonst bringt das nichts. Ich hab nicht alles in die Kiste geschmissen. Ja, aber du hast doch neue Sachen reingepackt, oder? Der vorher das leer machen können. Da war ja schon so viel drin. Ja, dann hättest du vorher trotzdem leer machen können. Hier verschiedene Sachen oder so. Der vorher trotzdem leer machen können. Wenn die Flüssigkeiten schon drin sind. Ja. Wenn das Ding hinten nicht pumpt, soll ich es leer machen? Weißt du, mit das pumpt nicht, wenn das eh nur so kleiner Scheiß ist, dann. Okay. Ist das jetzt so, wenn mir das so egal ist? Offensichtlich ist das Grab noch da, das ist gut. Ich komme noch nicht dran. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Hungry Note ist. Nein, wissen wir nicht. Okay, es ist ein schwarzes Loch, es frisst sich hier durchs Terrain. Oh, mein Grab ist genau oben drauf. Und wie kriegt man das weg? Kann man sich hinbauen? Nein, das frisst alle Blöcke. Je näher du dran bist, desto schneller frisst die Blöcke. Okay. So, Bronx ist jetzt alles raus. Ich hab einen Cauldron. So, das wird nicht mehr fertig. Das kannst du abreißen. Nein, das wird nicht mehr fertig. Oder du pumpst es wieder rein, aber da hast du auch keinen Bock drauf. Nee, das hier drin, das ist fast fertig. Ja, das wird aber nicht mehr. Einen Block oder so rein und fertig. Ja, mach das. Das ist ja kein Thema. Das sind die Nuggets, die frisst er jetzt raus. Hä? Da war kein ganzer Bach mehr drin. Wie kann er jetzt den ganzen Bach machen? Will er mich verarschen? Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Irgendwas passt da nicht. Wir machen jetzt, versuchen jetzt mal ganz leer zu machen. Das hilft ja so nichts. Ich muss mal eben kurz das Gummi wegbringen. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Ich bin wirklich nah dran, ne? Ich glaube, ich bin jetzt hier. Ja, du bist gleich in der Nähe. Aber mal eine andere Frage: Warum habt ihr denn da überhaupt einen Fluidakt mit dran? Weil es einfacher geht, als diesen scheiß Drain dran zu machen. Weil es automatisch geht. Ja, wir haben doch mittlerweile schon einen Pulverizer und einen Redstone Furnace, ne? Ja. Wäre doch dann interessanter, die einfach mit einem Hopper und einer Kiste zu bestücken, oder? Sind sie. Weil die Smeltery macht im Moment nur Probleme. Die brauchen wir eh eigentlich gar nicht mehr. Außer wenn wir Clearglas oder so herstellen. Na toll. Oh, Mann. Ja, dann benutze ich Smeltery nicht. Ich verloren. Oh. Ich hasse Thorncraft. Ich hasse Thorncraft. Ich bleib jetzt hier, bis die restlichen Folgen hier stehen und guck. Das gruselt mich. Was kann man denn gegen dieses schwarze Loch machen? Nichts. Reinpulen. Also wenn du, kommt drauf an, wie fortgeschritten du in Thorncraft bist. Wenn du in Thorncraft fortgeschritten genug bist, dann kannst du sie aufsammeln. Ich kenne jemanden, der Thorncraft echt gut drauf hat. Fängt mit V an, ne? Genau. An der Stelle einen schönen Gruß an Vincent. Ah ja. Hi, Manni. Thorncraft ist so ein unbalancierter Shit. Thorncraft ist witzig und gut, aber Version 2 war die beste und danach kam nur noch Bullshit. Also so extreme Sachen sollte man zumindest irgendwie abstellen können, weil das ist schon, wenn man es nicht bis zum Himmel nervt. Ist, ne? Also die Hungry Note brauchst du. Du brauchst sie in Thorncraft. Okay. Irgendwie hätte ich jetzt Hunger. Aber weil du Hungry Notes hast? Nö, allgemein. Ich hätte jetzt Lust auf was zum Knabbern. Da ist noch wohl mein Schwert und meine Spitzhacke ist noch in diesem Grab drin. Ich weiß noch nicht, wie ich da rankommen soll, weil wenn ich es kaputt mache, fliegen die Items in die Hungry Note und sind weg. Wenn mir das gerade passiert ist und sobald ich hinspringe, um meine Items zu retten, fällst du runter. Also es zieht sich dich so ran, ich hab's gesehen. Ja, hab's eben. Das, ich war am Rand vom Einflussbereich. Das ist wie, kennt ihr von IBM, ICBM, die Red Matter Bombe? Nee. Die so ein riesengroßes Explosionsloch erzeugt. Auf jeden Fall so ähnlich, ja. Käse. Ja, das ist das gleiche, nur als es generiert in der Welt. Passend zum Getränk Käse jetzt. Hose, du hast doch sicherlich Käse zu Hause, oder? Was? Ich habe immer Käse zu Hause. Ja, ich komme mal schnell vorbei und hol mir einen für mein Getränk. Bei mir bist du schneller. Ich habe auch Käse zu Hause. Was? Ein Käse? Ich finde es ja ganz toll, dass du davon ausgehst, dass ich dir Käse abgebe, aber... Ich plündere einfach deinen Kühlschrank. Ja. Kenn ich nix. Ich fühle mich wie zu Hause. Du meinst, falls du lebend an mir vorbeikommst, dann... Natürlich, das geht. Der Kühlschrank weint.
Ich hab jetzt Blümchen dabei. Oh, cool. Mein Grab ist jetzt genau unter der Hungry Note. Was drunter? Kannst du durch unten dran vorbeifahren? Oh, oh. Vorbeifahren? Grab. Nein, kann ich nicht. Vorbei. Das Ding hebt dich auf. Guck mal, wo bist du denn gerade? Ich bin zurückgelaufen. Oh. Ich hab Angst gekriegt. Mose, wo bist denn du? In der Hungry Note. Gleich. Ja, wo ist denn die? Bei X633 Z400. Gib mir mal den. Gab's nicht in irgendeinem Mod so eine Art Magnet? Ja. Kann das 633 und was noch? Mit einem Magneten dann holen? Gib mal her, die Blumen. Die drei Sorten, die ich gesagt habe. Das was? War einmal im Moment. 633 und 404. Blau hast du noch gesagt, ne? Also ganz schön weit weg. Das da. Ja. Oh Gott, das reicht für nix. Ist gut. Du hast nicht gesagt, wie viel. Ich muss jetzt erstmal die anderen Blumen loswerden. Nein, ich bin gesprungen statt... Oh, fuck. So. Nein. Oh. Alter, ich hab gleich die Hungry Note vollgekleistert mit meinen beschissenen Leichen. Hast du noch eine... warte mal. Was brauchst du noch? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie die heißt. Cyan sind hier noch ein paar am rumstehen. Pink wahrscheinlich eher, warte. Nee, ich weiß nicht, auch eine. Ich brauche, wie heißen diese scheiß erste Blume, die... Ich habe hier noch Rot, ich habe Leim, ich habe Orange, ich brauche Weiß. Gelb. Weiß, habe ich auch. Zwei Stück. Nee, drei. Kann einer schlafen? Ich gehe schlafen, drei Stück bitte. Der Einzige, der keinen Schlafsack mehr hat und ich schlafe. Stimmt, da liegt er. Ach, da ist das Ding. Ja, wenn du da Gräber siehst, ne, mach die bitte nicht kaputt. Schmeiß mal in die weißen Blumen. Haben wir, können wir einen Vacuum-Hopper machen oder sowas? Ups. Danke. Aua! Alex Creeper. Können wir vielleicht. So, haben wir noch einen Obsidian? Brauchen wir auf jeden Fall. Hm. Ja, zieh mich halt an, ne? So ein Peter. Okay. Fies, ne? Das Einzige, was dieser Note entkommen kann, schieße, ist der beschissene Glider. Aber, ne. Oh, Creeper, hör doch auf jetzt mit dem Scheiß. Mann, ich hasse die Biester. Was passiert denn, wenn ich da ein Ei hinschmeiße? Das wird reingesaugt. Yay, ja. Das sieht geil aus. Ich brauch Cobblestone. Ah. Toll. Ihr seid wo willst du das hinstellen? Weil dann stelle ich da eine Kiste für Blumen und das ja, Moment. Dazu. Also das heißt, wenn mich die einsaugt, bin ich tot, ja? Ja. Kannst du vergessen. Und dann kommst du auch nicht wirklich ran, weil wenn du wieder ran willst, bist du wieder tot. Ich hab da jetzt schon drei Tode, mein Death da ist schon 3D, so viel Farbe. Hier hinten ist noch Platz, stimmt es hier hin. So. Willst du die hier hin pflanzen oder was? Moment. Keine Ahnung, wie ich da noch dran komme. Nee, Erde müssen wir mal suchen. Ich glaub, aber die Note könnte man ja abbauen, ne? Prinzipiell. Nein. Mit Thaumcraft. Mit Thaumcraft, ja. Du kannst die einfach nicht abbauen. Einmal kaputt machen? Nein. Womit denn, wenn es die konnte man früher mal. Nee. Wollen wir mal früher einfach mal kaputt machen, die Dinger. Du kommst nicht nah genug ran, du kommst nicht mal, ich glaube nicht mal im Creative-Modus kommst du nah genug ran, um die kaputt zu machen. Falls man die kaputt machen kann, was ich, weiß nicht, noch nie gehört habe. Also du kannst die normalen Notes, ja, die kannst du einfach abbauen. Die kannst du hauen, bis sie kaputt sind. Wenn sie im Weg sind. Aber mein Spitzhack ist auch in der Maschine zum Aufladen. Könnte sie teleportieren mit Blood Magic, aber da sind wir ein bisschen entfernt. Ich bin einfach ab jetzt nur noch für Botania zuständig. Ich crafte nichts mehr. Ich bin nur noch der Hippie-Typ, der Blumen sammelt. Und hier ist aber blöd, Alex. Wieso ist hier blöd? Wenn jemand anderes das Ding benutzen will, weil hier der blöde Spawn-Protector ist. Ich hoffe, du hattest keine Sachen mit dabei, Blaze. Nein, ich habe die extra in der Kiste gepackt. Das ist vielleicht ein bisschen da drüben oder so. Ich hoffe, die Kiste steht nicht irgendwo hier in der Nähe. Gehen wir da hin auf den Berg. Also ein Stück weg. Also wir haben jetzt eine ganze Menge Gräber hier. Die Frage ist, wie zum Geier kommen wir an die Note ran, ohne reingesaugt zu werden? Also plus an unsere Gräber halt. Also ich hatte jetzt nur eine normale Iron Pickaxe. Ja, ich will an mein Grab rankommen, da ich hatte nämlich eine Kobaltspitzhacke mit Silk Touch. Und diverse andere Sachen, die ich ungern verlieren möchte. Soll ich Dreck benutzen stattdessen? Und Dreck auch. Ja. Ach ja. Oh nein, das ist falsch hier. Ja.
Alles, was ich an Botania-Pflanzen gefunden habe. Guck mal, hier ist noch mal eine. So, in die Kiste rein. Come on, weißt du was? Das geht, glaube ich, schnell, wenn ich das. Du meinst, dass die Kiste reichen wird, ja? Ja, für den Moment. Ich weiß. Wenn wir erstmal alle Farben haben, ist es schon fast voll. Ey, das ist jetzt doof hier. Ich weiß, wir haben ihr. Da, warte doch, das brauche ich. Ach ja, stimmt, ja, hier ist der erste Komet gewesen. Hinterm Haus. Hinterm Haus geht's weiter. Oh mein Gott, ich hab 2 meiner Tools und der Rest ist in der fucking Node verschwunden.